Sehr gut. Mach einfach mit, wie du meinst. Ich hab dir es schon mal gemacht. Also ich würde sagen, weil wir ja heute hier sind zum Thema Lachen für den Weltfrieden, schießen wir jetzt ein paar Lachpfeile. Und zwar schießen wir die überall dahin, wo Lachen gebraucht wird. Also im Osten. Ja. Ist total. Wir können auch nach Schleswig schießen in der Mitte. Genau, ist egal. Überall, wo ihr eure imaginären Pfeile hinschießen möchtet, wo das Lachen gebraucht wird. Ihr nehmt einen Fuß nach vorne, haltet euren imaginären Bogen, habt einen imaginären Pfeil, ihr spannt den ein. Ihr atmet gleich ganz tief ein, zieht den Pfeil nach hinten, spannt also. Und wenn der Pfeil fliegt, fliegt er lachend dorthin, wo das Lachen benötigt wird. Und? Und das Ganze mit dem anderen Bein. Und auch nochmal wieder dahin, wo ganz viel Fröhlichkeit und Lachen benötigt wird. Und? Sehr gut. Ja, wenn wir denn schon bei unserer eigenen Selbstschätzung, Selbstliebe sind, dann darf die Lachcreme nicht fehlen. Gibt es auch als Duschgel, Haarshampoos, gibt es in allen Varianten. Müsst ihr zu Hause mal gucken, was ihr habt. Hier haben wir unseren imaginären Topf mit der Lachcreme und wir cremen uns gleich damit überall ein. Das ist auch total cool. Die fettet nicht, die macht wunderschön und fröhlich. Und wir drehen mal den Deckel auf, nehmen mal eine ordentliche Ladung daraus. Und dann cremen wir uns damit überall ein. Und überall, wo diese Creme unseren Körper berührt, ist das ganz lustig und wir müssen lachen. Und das Schöne ist, cremt euch vor allen Dingen mal dort ein, an euren Körperstellen, die ihr vielleicht nicht so schön findet. Sehr gut. Okay, also, wir haben uns das, also seitdem wir den Weltlachtag machen, Birte und ich, verlesen wir eigentlich immer, nicht nur eigentlich, immer das Grußwort von Madan. Ganz wichtig, ihr wisst das alles schon, du weißt das vielleicht auch, du vielleicht noch nicht. Lach-Yoga hat nichts mit Religion, mit Sekte oder mit sonstigen Geschichten zu tun. Also das ist einfach eine ganz normale Bewegung. Ich denke, das ist, bevor man so ein Grußwort vorliest, vielleicht auch nochmal ganz nett, einfach zu wissen, dass das nicht irgendeinen religiösen Charakter oder irgendwas hat. Okay. Das Grußwort von Dr. Madan Kataria, dem Begründer des Lach-Yogas, zur Feier des Weltlachtags am 1. Mai 2022. Zurzeit benötigen wir Lachen mehr denn je. Da Schrecken und Finsternis im Moment in den Nachrichten dominieren, haben wir heute wirklich gute Nachrichten für dich. Denn am Sonntag, den 1. Mai, feiert wieder die gesamte Lach-Yoga-Gemeinschaft mit Familien und Freunden den Weltlachtag. So wie wir jeden ersten Sonntag im Mai den Weltlachtag feiern. Dies ist wie jedes Jahr ein ganz besonderer Tag, der dazu bestimmt ist, ein globales Bewusstsein für Gesundheit, Glück und vor allen Dingen für Weltfrieden durch die tägliche Praxis von Lach-Yoga zu schaffen. Lach-Yoga ist eine kraftvolle Technik, die in diesen herausfordernden Zeiten die Stimmung hochhalten kann. Denn Lach-Yoga basiert nicht auf Comedy. Es ist ein Übungsprogramm, bei dem du lachen kannst, auch wenn dir nicht zum Lachen zumute ist. Und unser Motto lautet, wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, sondern wir sind glücklich, weil wir lachen. 10 bis 15 Minuten Lach-Yoga können Stress abbauen, das Immunsystem unterstützen und den Geist in guter Stimmung halten.
Lach- und Atemübungen können das Immunsystem stärken und die Sauerstoffversorgung der Lungen erhöhen. Lasst uns alle an diesem verheißungsvollen Tag gemeinsam für eine Minute uns hinstellen, unsere Arme zum Himmel strecken, herzlich lachen und damit senden wir positive Schwingungen, Liebe und Frieden in die gesamte Welt. Ich kann auch sehr gut, sehr gut. Yeah. Sehr gut, sehr gut, yeah. Genau. Um 14 Uhr. Ja. Absolute Punktlandung. Genau. Also wir können jetzt einfach mal einen tiefen Atemzug nehmen und dabei die Hände so zum Herzen führen und dann beim Ausatmen lachen. Eine Minute mindestens. So lange wie ihr könnt. Genau. Also ganz tief einatmen. Ja, prima. Die Männer mit den weißen Jacken sind noch nicht da. Nee. Aber jeden Moment. Aber macht nichts, dann lachen wir da weiter. Ja. Bringen wir den Laden cool. auch zum Lachen. Bringen wir den Laden auch noch zum Lachen. Ich finde, wir können jetzt auch einmal, weil so lange und tief lachen ja schon immer ein bisschen energetisiert, so ein bisschen runterkommen, eher vielleicht eine ganz kleine Atemübung noch mal machen. Ja. Wir stehen hier ja sogar auf einer Blumenwiese. Die Lacherkette gleich noch zum Abschluss. Genau. Aber wir stehen hier auf einer Blumenwiese und wir können sie pflücken oder auch nicht. Ich lasse sie stecken, aber wir stellen uns einfach vor, wir pflücken sie, wir gehen runter, pflücken sie beim Boden und atmen ganz tief ein und riechen den Duft dieser Blumen und freuen uns total. Und ausatmen, wertlos sie so in die Luft voller Freude. Und beim dritten Mal nehmen wir einen ganzen Strauß voller Blumen. Gut, und da wir so schön im Kreis stehen, ne, können wir als Abschluss unsere Lachrakete nochmal machen, ne, bevor dann der Weltlachtag für heute vorbei ist. Für uns, aber wir lachen ja noch weiter nachher. Ne? Wir lachen immer. Wir lachen immer, genau. Ich weiß nicht, ob du die Lachrakete kennst. Ja? Wollen nicht mehr erklären? Einfach mit. Gemacht. Ja, aber dann machst du einfach mit. Rein. Nee, alles gut, dann machst du halt einfach mit und wollen das nicht mehr erklären. Genau. Ihr kennt das ja, ne? Okay. Voll. Super!
mit drinnen machen, ne? Ich habe ja nichts gesehen. Ich habe immer nur eure Gesichter gesehen und dachte so, oh, dreh dich mal lieber nicht um. Das ist ein bisschen creepy, ne? Nee. Nee, für viele Außenstehende ja. Schon. Aber kannst du dir jetzt vorstellen, vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, was wir dir halt vorher erzählt haben. Was, und das macht im Körper ganz, ganz viel. Diese Endorphine, die ausgeschüttet werden. Ja. Natürlich machen die glücklich. Die machen die Stimmung hoch. Die nehmen Schmerzen. Die stärken das Immunsystem. Da kommt so ganz viele Sachen zusammen. Ja. Also es ist, jeder weiß, wie man sich vorher mal so ein Lachflash gehabt hat. Wie fühlt man sich hinterher? Mega cool. Ja, und kaputt. Kaputt. Klar, es ist auch anstrengend. Aber man fühlt sich gut. Ne? Man hat, ist so innerlich so. Ganz diplomatisch ausgedrückt. Ja. Total. Und wir haben schon ganz viele im Thilo damals auch ganz viele Menschen gehabt, die wirklich zu uns gekommen sind, weil sie gesagt haben, ich habe in meinem Leben nichts zu machen. Und die hatten da wirklich dann so ihre Stunde, wo sie einfach mit anderen Menschen fröhlich sein durften. Ich meine, man darf immer fröhlich sein, auch wenn man viele Schicksalsschläge hinter sich hatte. Aber es glauben ja viele. Und das ist echt, echt toll. Ja. Ja. Lachen für den Weltfrieden, ne? Genau. Sogar denn je, oder? Ja, im Moment ja. Also immer, immer, immer. Es gibt immer viele. Ja, Leid gibt es immer.